Oh mein Gott, nach unten. Nur für angestellte Tür? Hä? Ach, wo bin ich denn hier? Well, you took long enough. I was gonna send out the search party, but they're still looking for the last group. You didn't happen to run into an annoying clown, did you? That doesn't matter. Doch, da ist einer tot. Trinkets that should satisfy your every desire. But I can't give them to you without suitable replacements. So, take this giant novelty-sized key, again, and open the employee's back entrance. I'm sure you'll find some treasures worthy of the cave's gift shop. Ach, jetzt müssen wir wieder etwa... Ich kann die anderen gar nicht auswählen. Wieso denn das? Okay, müssen wir erstmal hier hinten die Tür öffnen. Ah, jetzt kann ich sie wieder auswählen. Kommt erstmal raus aus dem Ganzen. Legt das mal hier alles hin. Ah, sobald ich hier vorne... Jetzt kommt auch der Mönch wieder. Der Schachtel Cracker. Ich leg das mal eben alles ab, wenn wir nämlich jetzt hier... Nee, du sollst das hier auch ablegen. Oh, schmeißt ihm das mal direkt vor die Füße hier. Wieso nicht, warum ich das alles mitgeschleppt habe im Endeffekt, aber... Oh, so ist. So. Wo sind die? Hier. Jetzt müssen wir das jetzt wieder... Jetzt geht's ja wieder von vorne los. Nee, hier geht's nicht lang. Hier runter. Ja, das ist hier... So, ach, hier kommen die anderen zwei. So hat unsere Geschichte begonnen. Hier hat man das alles repariert. Hier unten waren auch ein Hebel, können wir nicht betätigen. Hier hat man... Nee. Hebel können wir auch nicht betätigen. Wir können gerade hier gar nichts machen. Geht's hier oben lang? Nee. Das war der Greifhaken für das Monster, wenn ich mich noch recht entsinne. Aber wir können hier gerade gar nichts. Ja, mal gucken. Ich gehe hier einfach mal so weit, wie ich gehen kann. Rüberspringen? Ja, okay. Und jetzt? Hier ist eine Plattform, oder? Okay. Hier geht's nach unten und hier geht's nach rechts. Ich gehe mal nach unten. Nichts. Umsonst nach unten gegangen. Wo geht's hier lang? Mit dem. Das ist doch hier der aus der Mine. Goldnugget. Ah, meins. So, geht's hier oben lang? Vielleicht haben wir erstmal das Goldnugget geklaut. Geht's denn hier überall lang? Ist ja der Schiffbrüchige. Wie kommt denn der her? Und Spanky. Aufzugsknopf? Ach, wartet mal. Wo ist denn die hier? Da war der. Jetzt gehe ich mal hier. Ne, ich gehe mal hier unten lang. Super. Hier ist Wasser. Kann ich hier tauchen? Unsicher. Schaffe ich das? Ah.
Hier ist ja die Jägerin. Monster-Trophäe. Oh, meins. Oh, schnell gezockt. Okay. Aber wir müssen jetzt hier irgendwie wieder 3 Trophäen anscheinend, ne, sammeln. Das machen wir auch. Wo ist er? Hier ist er. Und dann holt der Mönch. Was holt denn der sich jetzt eigentlich? Der muss ja dann hier oben was holen sich. Diese 3 Souvenire, die wir schon mal holen mussten. Spanky? Ach du Scheiße, ich kann den Hund nehmen. Lol. So. Den Aufzug. Aha. Hep. Hep und... So, und hoch geht's. So. Müssen wir hier mit allen... wieder hochklettern. Den ganzen Weg zurücklatschen. So. You've outdone yourself on this one. After all, possession is 9/10 of the law. That other 1/10, pff, enjoy. Ah, wir kriegen damit unser Schwert wieder. Okay. Und wo geht's jetzt hier hin? Nach ganz oben. Was haben wir hier? Wir können gar nicht nach links oder rechts. Wo geht denn das jetzt hier hin? Hä? Zu hoch gegriffen. Eine neue Geschichte. Tod eines Königreichs. Ach ja, das ganze Königreich, was da verstorben ist. Scheiße. Okay. Ah, jetzt müssen wir... Jetzt machen wir den Mönch noch. That is very nice. I don't think its rightful owner will miss it much. There you go. Ah, jetzt kriegen wir dieses Mönchdingens. Jetzt müssen wir wahrscheinlich mit dem Mönch auch da hochklettern und erfahren noch mehr Geschichten. Jetzt bin ich ja gespannt. Er war ja sehr... Was war da hier? Wie ist das schon gar nicht mehr? Wut kocht über. Ein unerfüllter Traum, genau. Aufsteigender Ärger, ein unerfüllter Traum. Seine Wut kochte über, er zerstörte alles. Und der dunkle Meister. Ja, den hat er ja dann am Ende, wie soll man sagen, um die Ecke gebracht. So, Monster-Trophy. What a fabulous replacement trinket. Oh, that will do just fine. Taking the thing someone else desires most was a stroke of genius. Here you go. So, jetzt haben wir das aus dem Pharaonengrab. Und aus dieser Pyramide. Jetzt bin ich gespannt, was bei der ist. Die hat sich ja an ihren beiden Mitabenteurern gerecht. Oder wollte sich rächen. So, ja, hier, der richtige Moment. Die hätte hier Stacheln und Schlangen, das hat die alles gemacht gehabt, tödliches Dynamit, den richtigen Moment abgewartet, die nervigen Partner beseitigt und dann der lang ersehnte Ruhm. So. Well, you might think of this evening as a failure, but it was not. True, our friends did not learn the lessons they were meant to. They are destined to choose a path that can lead only to misery and disappointment. Not to mention a few lawsuits and possibly an embarrassing reality TV show. But I know you will leave here tonight with a new perspective on the choices to come. Someday, you yourself shall explore my mysterious depths.
And when we meet again on that journey, I am confident you will make the right decisions. Because I am the cave. So, ich glaube, das war's jetzt. Ja, das war das Ende. Double Fine Productions, created by Ron Gilbert. Ja, hier Studio Creative Director Tim Schäfer. Die beiden waren's, die auch Monkey Island hergestellt haben oder sich haben einfallen lassen. Und das war The Cave mit unseren drei Abenteurern. Ich muss sagen, ein richtig cooles Game, richtig lustig. Und es ist noch nicht zu Ende. Weil es gab, denkt dran, 7 Abenteurer und wir haben nur 3 gespielt. Und ich werde das Ganze, ich werde nicht nochmal alles spielen, weil ich glaube hier die Mine, der Zoo und jetzt am Ende die Insel, die ist, das sind so neutrale Territorium, die immer gleich sind. Allerdings wundern mich mal die Geschichten der anderen 4 Charaktere interessieren. Und deshalb werde ich diese 4 Charaktere auch nochmal spielen, aber dann nur den ihre... Ja, den ihr Abenteuer, ne? Ab dort, wo es beginnt. Ich werde nicht hier nochmal komplett von vorne beginnen und auch nicht dieses Zwischendinger zeigen. Allerdings eben von diesen 4, die dann noch über sind, die einzelnen Abenteuer. Das möchte ich unbedingt einfach mal spielen, weil es mich selber auch interessiert, was das für ein Abenteuer ist, was die da haben. Und ja, das werde ich dann, denke ich mal, hier im Anschluss machen. Und dann wird das Ganze einfach normal weiter nummeriert. Ich hoffe, das Spiel hat euch gefallen. Ich fand's echt genial und kann wie nur jedem empfehlen, holt's euch, falls ihr so ein bisschen auf lustige Point-and-Clicks steht. Ich habe es mit dem Gamepad jetzt gezockt gehabt, im Prinzip kann man es halt, wie gesagt, als Point-and-Click ansehen. Und ich bin da echt mal gespannt, was hier diese Double Fine, ich habe auch schon mal ein Auge auf dieses Broken Age, das ist auch noch von denen gelegt. Also wenn Tim Schäfer und Ron Gilbert hier wirklich zusammenarbeiten und weiterhin so eine Story wie eben damals Monkey Island oder jetzt so eine Geschichten und alles sowas, dann glaube ich, ist das ja Double Fine Productions, ja, die könnten in der Hinsicht doch schon Zukunft haben und mit so funny Geschichten wie der hier, so eine Adventures, also dann, sorry, da muss ich einfach diese Games zocken. Da bleibt mir gar nichts anderes übrig. Und ja, wie gesagt, im Anschluss werdet ihr dann jetzt hier die anderen 4 Charaktere sehen, wie viele Videos das werden, ob ich da immer bloß einen Charakter ein Video oder wenn ich, sag mal, für eine Abenteuer 40 Minuten brauche als Beispiel, dann teile ich das in 2 Videos, ne? Das ist dann, denke ich, auch klar. Da werden wir uns mal überraschen lassen, wie viele da noch kommen jetzt oder wie die Abenteurer der anderen aussehen werden. Gut, Leute, dann verabschiede ich mich erstmal für heute und ja, ihr könnt gerne mal bei anderen Let's Plays vorbeischauen. Könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euch das Game hier gefallen hat. Und dann denke ich mal, sehen wir uns demnächst wieder. Also dann, Leute, macht's gut und tschüss.